Mein Name ist Ulrike Zuwall und das ist Zeichensetzung. Ich begrüße Sie zu Folge 23 der Reihe über romantische Liebe in der Literatur des 18. und 19. Jahrhunderts in Europa. Heute soll es um den Philosophen Georg Wilhelm Friedrich Hegel gehen. Wir haben uns die letzten Male ein wenig dem Mann zugewandt, um 1800 und dann im 19. Jahrhundert und versucht, sein Selbstverständnis herauszuarbeiten, wie es sich verwandelt hat vom 18. ins 19. Jahrhundert und was für Auswirkungen dieses Selbstverständnis des Mannes des in Europa auf seine Beziehung zu einer Frau hatte, welche Rolle sie für ihn spielte und spielen musste, für ihn auch eben als Liebespartner. Wir haben Beispiele aus der Literatur vorwiegend herangezogen und sind ein paar Mal dann auch auf Philosophen der Zeit eingegangen, eben zum Beispiel Kant, ganz wichtig, Fichte, auch Schlegel haben wir genannt und heute eben Hegel. Schelling, nicht zu vergessen Schelling, und heute eben Hegel. Sie werden sich fragen, warum? Warum ich Philosophen in diese Reihe über romantische Literatur in der Romantik heranziehe? Ganz einfach. Philosophen formulieren sehr präzise und sehr klar, was das Thema einer Zeit ist. Das Thema jener Gruppe von Menschen, die wichtig sind in jener Zeit, die die Politik prägen, die Gesellschaft prägen, die Kunst und Literatur. Und ohne Zweifel, gar keine Frage, ist Hegel einer der wichtigsten Philosophen in diesem Zusammenhang, der nun entscheidend das Bild, das Selbstverständnis der Europäer und vor allem der europäischen Männer im 19. und auch 20. Jahrhundert geprägt hat. Ich möchte hierzu ein kurzes Zitat aus einem Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung bringen vom 18. Februar. In diesem Artikel geht es, der Artikel von Alison Stone, geht es um Rassismus, ob Hegel Rassist war oder nicht, das wollen wir jetzt in dem Zusammenhang nicht diskutieren, aber da wird nun eben Folgendes festgestellt. Um zu verstehen, warum die Welt auf diese Weise, kolonialistisch meint sie, organisiert ist, müssen wir uns die philosophischen und intellektuellen Theorien ansehen, die sie mitgeprägt haben. Dazu gehört sicherlich Hegels Philosophie der Weltgeschichte, die einen großen, direkten und indirekten Einfluss auf die gesamte Art und Weise hatte, wie die meisten Europäer des 19. Jahrhunderts hindurch über Geschichte, Fortschritt und imperiale Herrschaft dachten. Hegels Wirkung auf seine Zeitgenossen und auf auch die Zeit danach ist immens. Das Selbstbild der Europäer hat sich auch mit ihm formuliert, hat diesen westlich-abendländischen Superioritätsgedanken hervorgebracht, der, heute spricht man vom weißen Mann, der den weißen Mann beflügelt und glaubt und ihn in die Situation versetzt, dass er glaubt, anderen Kulturen übergeordnet zu sein, besser zu sein, aufgeklärter zu sein, freiheitlicher, liberaler. Dieses Überlegenheitsgefühl hat sich eben anderen Kulturen gegenüber geäußert, im Kolonialismus, im Imperialismus zum Beispiel. Der Mann, der Europäer, der europäische Mann, war der Vollstrecker des Willens des Weltgeistes. So könnte man das im Sinne Hegels formulieren. Und auch gegenüber Frauen
und ihrer, wie man meinte, minderen intellektuellen Fähigkeiten beanspruchte der Mann, der europäische Mann, das absolute Wissen. Und das bewirkte dann in der Folge, dass wir Europäer und sehr, sehr arrogant auftraten gegenüber anderen Kulturen und eben auch gegenüber den Frauen. Und so müssen wir uns heute eben kurz einmal Hegels Beitrag zu diesem Verhältnis Mann-Frau anschauen, den er geliefert hat in seiner Philosophie. Im 20. Jahrhundert ist er auch dementsprechend kritisiert worden von Feministinnen, unter anderem Luce Irigaray oder Judith Butler. Sie haben vom sogenannten Phallogozentrismus gesprochen, also auf einer Weltsicht, die auf Vernunft basiert, aber eben auf männlicher, phallisch verstandener Sicht der Welt. Dieser Phallogozentrismus geht zurück auf Philosophen in Frankreich, zum Beispiel eben Jacques Derrida, Dekonstruktivisten, die vom Logozentrismus der abendländisch-europäischen Welt gesprochen haben, vom Imperialismus des Logos und vom Phallozentrismus Hegels, den gerade auch Derrida in seinen Arbeiten herausgearbeitet hat. Und darum soll es in der heutigen Sitzung gehen. Das ist selbstverständlich eine sehr verkürzte Sicht auf diesen wirklich großen Philosophen, der ein großartiges Werk in die Welt gesetzt hat. Und natürlich kann diese Sicht auf ihn seiner philosophischen Leistung nicht gerecht werden, aber sie kann etwas herausarbeiten, was eben auch in ihr versteckt da ist und was uns in diesem Zusammenhang der romantischen Liebe, der Beziehung Mann-Frau interessiert. Nochmal kurzer Rückblick. Wir hatten uns das letzte Mal Fichte angesehen. Fichte, ein Philosoph, der das Ich als aktives, weltentwerfendes, weltsetzendes Subjekt erfunden hat, als Tat-Ich, als produktives Ich, das eben auch männlich zu verstehen war, das in einem dialektischen Prozess die Welt entwirft und einen Weltentwurf liefert, der zu immer größerer Differenziertheit, Bewusstheit führt, weg vom Unbewussten, absoluten Ich, wie er es nennt, zum bewussten, sich seiner selbstbewussten Ich, das, Zitat, die menschlichen Dinge nach der Vernunft einrichtet. Seine ganze Philosophie beruhte auf dem Subjekt, einer Welt, die das Subjekt entwarf. Und deswegen nannte man oder nennt man diese Richtung den sogenannten subjektiven Idealismus. Nun wurden viele Ideen von Hegel aufgegriffen, verstärkt und nun aber ins Objektive gewendet, als Wahrheit verkündet. Eine Wahrheit, die, wie Hegel es selber genannt hat, mit Kant eben verloren gegangen war. Und diesen Verlust der Wahrheitssphäre, der Objektivität, das kritisierte Hegel ganz scharf in seiner Philosophie und er entwickelte eine Vorstellung von der Geschichte der Menschheit, die beruhte auf der Entwicklung des Weltgeistes und eine Philosophie, die es eben ermöglichte, die Wahrheit, die als Ding an sich verloren gegangen war bei Kant, zu restituieren. Ich lese Ihnen aus seiner Antrittsrede vor, die Hegel am 22. Oktober 1818 in Berlin an der Uni abgehalten hat. Er wurde zu dem Zeitpunkt Nachfolger von Fichte. Und in dieser Antrittsrede wird sehr klar, mit was für einem Impetus
er nun seine Zuhörer ansprach und sie aufforderte, einen neuen Weg mit ihm zu beschreiten, einen Weg, der in Richtung Wahrheit, Objektivität führte, weg von einer krittelnden, kränkelnden Subjektivität. Da ist er sehr, sehr scharf. Und ich finde, das ist immer sehr wichtig, einmal diese Antrittsrede zu hören. Jetzt kritisiert er vor allem eben seine Vorphilosophen Kant und Fichte. Aber selbst in Deutschland ist die Flachheit der früheren Zeit vor seiner Wiedergeburt so weit gekommen, dass sie gefunden und bewiesen zu haben, meinte und versicherte, es gebe keine Erkenntnis der Wahrheit. Gott, das Wesen der Welt und des Geistes sei ein unbegreifliches, Unfassbares. Der Geist müsse bei der Religion stehen bleiben und die Religion beim Glauben, Gefühl und Ahnden, ohne vernünftiges Wissen. Das Erkenntnis betreffe nicht die Natur des Absoluten. Des absoluten Gottes, entschuldigen Sie, die Schrift ist so klein, dass ich Schwierigkeiten habe, es zu lesen. Die absolute Erkenntnis Gottes und dessen, was in Natur und Geist war und absolut ist, sondern vielmehr allein teils nur das Negative, das Nicht-Wahre erkennt, sondern das allein Unwahres, Zeitliches und Vergängliches gleichsam den Vorzug genieße, erkannt zu werden. So ist das, was von jeher für das Schmählichste, Unwürdigste gegolten hat, die Erkenntnis der Wahrheit zu entsagen, von unseren Zeiten zum höchsten Triumphe des Geistes erhoben worden. Die Verzweiflung der Vernunft war, wie es bis zu ihr gekommen war, noch mit Schmerz und Wehmut verknüpft. Aber bald hat der religiöse und sittliche Leichtsinn und dann die Plattheit und Seichtigkeit des Wissens, welche sich Aufklärung nannte, frank und frei seine Ohnmacht bekannt und seinen Hochmut in das gründliche Vergessen höherer Interessen gelegt. Und zuletzt hat die sogenannte kritische Philosophie diesem Nichtwissen des Ewigen und Göttlichen ein gutes Gewissen gemacht, indem sie nämlich versichert hat, bewiesen zu haben, dass vom Ewigen und Göttlichen vom Wahren nichts gewusst werden könne. Diese vermeinte Erkenntnis hat sich sogar den Namen Philosophie angemaßt und nichts ist der Seichtigkeit des Wissens sowohl als Charakter willkommener gewesen, nicht so willkommen von ihr ergriffen worden als diese Lehre, wodurch eben diese Unwissenheit, diese Seichtigkeit und Schalheit für das Vortreffliche, für das Ziel und Resultat alles intellektuellen Strebens ausgegeben worden ist. Das Wahre nicht zu wissen und nur Erscheinendes, Zeitliches und Zufälliges, nur das Eitle zu erkennen, diese Eitelkeit ist es, welche sich in der Philosophie breit gemacht hat und in unseren Zeiten noch breit macht und das große Wort führt. Man kann wohl sagen, dass seitdem sich die Philosophie in Deutschland hervorzutun angefangen hat, es nie so schlecht um diese Wissenschaft ausgesehen hat, dass eine solche Ansicht, ein solches Verzichten auf vernünftiges Erkennen, solche Anmaßung und solche Ausbreitung erlangt hätte. Eine Ansicht, welche noch von der vorhergehenden Periode sich herübergeschleppt hat und welche mit dem gediegenen Gefühle, dem neuen substanziellen Geiste so sehr in Widerspruch steht. Diese Morgenröte eines gediegenen Geistes begrüße ich, rufe ich an, mit ihm nur habe ich es zu tun, indem ich behaupte, dass die Philosophie Gehalt haben müsse und indem ich diesen Gehalt vor Ihnen entwickeln werde. Überhaupt aber rufe ich den Geist der Jugend dabei an, denn sie ist die schöne Zeit des Lebens, das noch nicht in dem Systeme der beschränkten Zwecke der Not befangen und für sich der Freiheit einer interesselosen wissenschaftlichen Beschäftigung fähig ist.
Ebenso ist sie noch unbefangen von dem negativen Geiste der Eitelkeit, von dem Gehaltlosen eines bloß kritischen Abmühens. Ein noch gesundes Herz hat noch den Mut, Wahrheit zu verlangen. Und das Reich der Wahrheit ist es, in welchem die Philosophie zu Hause ist, welches sie erbaut und dessen wir durch ihr Studium teilhaftig werden. Was im Leben wahr und groß und göttlich ist, ist es durch die Idee. Das Ziel der Philosophie ist, sie von ihrer wahrhaften Gestalt und Allgemeinheit zu erfassen. Ich darf wünschen und hoffen, dass es mir gelingen werde, auf dem Wege, den wir betreten, ihr Vertrauen zu gewinnen und zu verdienen. Zunächst aber darf ich nichts in Anspruch nehmen als dies, dass sie Vertrauen haben zu der Wissenschaft, Glauben an die Vernunft, Vertrauen und Glauben zu sich selbst mitbringen. Der Mut der Wahrheit, Glauben an die Macht des Geistes ist die erste Bedingung des philosophischen Studiums. Der Mensch soll sich selbst ehren und sich des Höchsten würdig achten. Von der Größe und Macht des Geistes kann er nicht genug, groß genug denken. Das verschlossene Wesen des Universums hat keine Kraft in sich, welche dem Mute des Erkennens Widerstand leisten könne. Es muss sich vor ihm auftun und seinen Reichtum und seine Tiefen ihm vor Augen legen und zum Genusse bringen. Ende des Zitats dieser Antrittsvorlesung von Hegel 1818 im Oktober an der Uni in Berlin. Ganz klar wendet sich Hegel in dieser Antrittsvorlesung gegen seine Vorgänger, gegen Kant und an Fichte eben, die Unerkennbarkeit der Wahrheit postuliert haben, die rein auf Subjektivität in der Erkenntnis gesetzt haben. Und nun Hegel, der zurück will zur Erkenntnis der Wahrheit an sich, zur objektiven Wahrheit, der den Sieg der Wahrheit in der Welt verkündet, den Sieg der Vernunft und zu einer Vernunft, die männlich ist und die keinen Selbstzweifel kennt. Er beschreibt in seinen Werken diese Vernunft als objektiven Gang des Weltgeistes, als einen Fortschrittsprozess zu immer größerer Freiheit und Erkenntnis zum abendländischen Logos. Das kulminiert in dem Satz: Was vernünftig ist, das ist wirklich, und was wirklich ist, das ist vernünftig. Welt ist objektiv gesehen, vernünftig ist logisch. Und so hat man bei seiner Philosophie vom sogenannten objektiven Idealismus gesprochen, der nun eben die Philosophie und das Verständnis der Zeitgenossen und auch seiner Nachfolger ganz entscheidend geprägt hat. Ein bisschen etwas zu seiner Biografie. Hegel wurde am 27. August 1770 in Stuttgart geboren und starb am 14. November 1831 in Berlin. Ein Geschichtsphilosoph, dessen Lehre große Auswirkungen auch auf die Gesellschaftstheorien des 19. und 20. Jahrhunderts hatte. Eben denken Sie vor allem an Karl Marx, der beanspruchte, Hegel vom Kopf auf die Füße gestellt zu haben oder stellen zu wollen. Der Histodiamat, der historisch-dialektische Materialismus, der dann eben auch in den kommunistisch geprägten Ländern des 20. Jahrhunderts an den Unis gelehrt wurde, fußt auf dieser Theorie, und diese Theorie fußt eben auch auf der Dialektik eines Hegel. Nur eben hier wird als Basis der Entwicklung die Wirtschaft, die Ökonomie angesetzt und nicht die Lehre vom Denken, vom Bewusstsein. Wie es Marx eben formuliert hat, es ist nicht das Bewusstsein der Menschen, das ihr Sein, sondern umgekehrt die Gesellschaft, das gesellschaftliche Sein, dass ihr Bewusstsein bestimmt. Das führt dann bis hin ins 20. Jahrhundert, bis zur Existenzphilosophie. Auch da haben wir dialektische Denker. Also Hegels Einfluss ist immens auf die
Philosophie Europas, des Abendlandes bis weit ins 20. Jahrhundert hinein. Und wie gesagt, Jacques Derrida, ein Dekonstruktivist, hat sich intensiv mit Hegel auseinandergesetzt. Hegel stammte aus einem protestantischen Elternhaus, aus einer Familie von Beamten und Pfarrern, ging aufs Gymnasium in Stuttgart, studierte dann in Tübingen an der Universität evangelische Theologie und Philosophie. Er wurde ins Tübinger Stift aufgenommen und war Zimmergenosse von Hölderlin und Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, der eben auch so wichtig geworden ist, was die Vorstellung des Geniebegriffs in der Romantik ausgemacht hat. Hegel wurde dann Magister der Philosophie, machte ein Examen in Theologie, fand dann anschließend keine Anstellung als Professor zunächst, sondern wurde Hauslehrer in Bern und Frankfurt. 1801 kam er in den Besitz eines Erbes, das es ihm ermöglichte, als freier Philosoph zu arbeiten. Und dann entstanden seine großen Werke. Er promovierte, hielt Vorlesungen, arbeitete mit Schelling zusammen und wurde dann schließlich in Jena außerordentlicher Professor 1805. 1806 kam seine Phänomenologie des Geistes heraus. Und in dieser Zeit, in diesen frühen Jahren des 19. Jahrhunderts, verehrte er ganz stark Napoleon. Von dieser Verehrung kam er später ab. Er zeugte ein uneheliches Kind und ging dann anschließend nach Bamberg, 1807 und 8. Dieses Kind erwähne ich, weil es später auch in seinem Leben eine Rolle spielen wird. 1808 bis 1816 war er Rektor eines Gymnasiums in Nürnberg, wo er Philosophie, Germanistik, Griechisch und höhere Mathematik unterrichtete. Im September 1811 heiratete er Marie von Tucher, die 21 Jahre jünger war als er. Sie war 20, Hegel damals 41. Sie bekamen zwei Kinder, zwei Söhne und nahmen eben nun jenen illegitim geborenen Sohn auf in ihren Haushalt. Und das ist eigentlich eine ziemlich traurige Geschichte, weil dieser Sohn, der wohl sehr begabt gewesen ist, ist nicht leicht hatte und es wurde ihm eine intellektuell weiterführende Ausbildung unmöglich gemacht. Er hat wohl ziemlich gelitten auch. 1816 bis 1818 war Hegel dann Professor für Philosophie in Heidelberg und dann eben die letzten Jahre seines Lebens ab 1818 Professor für Philosophie in Berlin, Nachfolger von Fichte, 1829 sogar Rektor der Uni, allseits verehrt und bewundert, die Leute kamen zu ihm, sie gingen in die Knie, sie verehrten ihn wie einen Gott, wie ein Genie, eine Verehrung, die ihn ins Pantheon der Philosophie versetzte, wie wir das ähnlich ja dann eben auch von Goethe und Schiller kennen. 1831 starb er dann an Cholera oder durch ein Magenleiden und er wurde am Dorotheenstädtischen Friedhof beerdigt. Seine Frau starb viele Jahre später, 1855. Bis heute wird er gelesen von allen Philosophen weltweit. Er ist, wie gesagt, einer der wichtigsten Philosophen und wir hier in Stuttgart, in dem ich wohne, sind sehr stolz auf diesen Philosophen. Es gibt Bürgermeister, die immer wieder Zitate von ihm in die Welt gebracht haben. Wir haben ein eigenes Hegelhaus, also die Stuttgarter und Hegel sind eng verbunden. Im Folgenden möchte ich nun eine ganz verkürzt und vergröbende Darstellung seiner Philosophie abgeben, und zwar bezogen auf unser Thema, auf
bezogen auf das, was man das Selbstbewusstsein des Europäers nennen kann, und zwar des männlichen Europäers, des, wie wir heute sagen, auch des weißen Mannes. So wird es ja heute oft auch kritisch formuliert. Zunächst einmal, Hegels Philosophie ist eine säkulare Philosophie ohne Gott. Und diese Tendenz zur Säkularisierung der Philosophie weg von der Theologie hatte ja mit ab der Aufklärung begonnen. Descartes hatte noch Gott gebraucht als Tertium Comparationis, das dem Menschen die Wahrheitserkenntnis ermöglichte. Aber dann hatte schon Kant nicht mehr Gott als Tertium Comparationis angesetzt, sondern das Ding an sich. Von der sprachlichen Formulierung merkt man schon, das ist ein säkularer Begriff. Als Ding an sich konnte der Mensch die Wahrheit nicht erkennen. Und der nächste Schritt kam dann eben mit Fichte, der gar nicht von dieser transzendent-metaphysischen Ebene mehr gesprochen hat und allein die subjektiven Erkenntnismöglichkeiten in den Blick genommen hatte, die Geistigkeit der Welt beschrieben hat, in einem dialektischen Prozess des Ichs das Welt entwirft. Und nun Hegel. Hegel spricht nicht mehr von Gott, nicht mehr von Dingen an sich, sondern vom sogenannten Weltgeist. Und er hat es selbst eine sehr ja doch säkularer Begriff, aber in seinem Geist steckt noch so ein Hauch von Heiliger Geist drin, Geistigkeit. Er selbst hat gesagt, Gott ist tot und lebt als Weltgeist. Also er war sich durchaus der religiösen Wurzeln seiner Philosophie bewusst. Nun entwickelt sich der Weltgeist in der Welt in einem Fortschrittsprozess, der aus einem Anfangsstadium, in dem sich der Weltgeist seiner selbst nicht bewusst ist, in mehreren Etappen, Epochen, die Hegel dann Zeitgeist nennt, zu immer größerer Reflektiertheit und Bewusstheit entwickelt, zu immer größerer Bewusstheit seiner selbst, indem sich der Weltgeist verwirklicht in der Erkenntnis seiner selbst und sozusagen real wird und dann auch frei wird. Wie gesagt, in einem dialektischen Prozess, diese Dialektik hat Hegel dann eben auch bei Fichte vorformuliert schon gefunden. Und nun entwickelt sich dieser universale Geist, der für die ganze Welt spricht, in zeitlichen Epochen. Und diese Epochen werden nun auch bestimmten Regionen der Welt zugeschrieben. Der Weltgeist beginnt seine Entwicklung in Asien, geht dann über Indien nach Europa, verwirklicht zunächst sich bei den Griechen, dann bei den Römern, dann bei den Germanen, im Mittelalter, in der Neuzeit, schließlich in Franken und mündet schließlich ein in Preußen, in das absolute Begreifen seiner selbst, in seine Vollendung in Berlin, wo eben auch ein Philosoph sitzt, der ihn absolut und wahr erkannt und formuliert hat. Der Fortschritt des Weltgeistes geht, wie wir das schon kennen, vom Unbewussten zum Bewussten, von einem Sein, das nicht weiß, dass es ist, zu immer größerer Bewusstheit von sich selbst. Hegel nennt es den dialektischen Prozess, formuliert er als These, Antithese und dann Synthese. Und diese These, Antithese, Synthese, Gedanken, das nennt er dann in einem Satz so: Der Widerspruch ist das Zeichen der Wahrheit. Nur in einem dialektischen Prozess, in einem Prozess, der von Position zu Negation und zur Negation der Negation führt, zur Synthese, kann sich der Weltgeist
zu immer größerer Logik entwickeln. Und so muss der Weltgeist in einem langen Prozess der Entwicklung lernen. Zunächst muss er einmal die Regeln der Logik lernen. Und dann springt er sozusagen in einem qualitativen Sprung hinein in das Stadium der Naturphilosophie, in dem der Weltgeist lernt, vom Raum und der Zeit denken zu lernen, von einer Welt, die in Raum und Zeit erscheint. Und dann kommt ein zweiter Sprung, qualitativer Sprung in den Bereich der Philosophie, der führt über Kunst und Religion als Vorstufen hin zur wahren Erkenntnis seiner selbst im Bereich der Philosophie. Also seine Entwicklung geht von einer Unbewusstheit zu einer sinnlichen Gewissheit, Wahrnehmung, zu Selbstbewusstsein, Vernunft und absolutem Wissen, absoluter Geistigkeit. Am Ende hat sich der Weltgeist selbst begriffen und auf den Begriff gebracht. Und das sind jetzt zwei Begriffe, die wir bei Hegel vorfinden. Das ist einmal das Wort begreifen und zum anderen das Wort Aufhebung, die sehr genial beschreiben, was Hegel meint. In dem Wort begreifen, sich auf den Begriff bringen, steckt eben sich verstehen und zum anderen tatsächlich materiell zu werden, taktisch begreifbar werden. Also eine Geistigkeit, die man zum Schluss greifen kann, die real wird. Und dann gibt es, auf den Begriff der Aufhebung will ich gleich noch eingehen, aber davor eben noch etwas Wichtiges jetzt formulieren. Dieser Weltgeist ist eine objektive Kraft, die sich in der Weltgeschichte entwickelt. Und im Unterschied dazu gibt es nun das menschliche Subjekt in seiner Geistigkeit und Intellektualität. Und so macht Hegel einen entscheidenden Unterschied zwischen dem objektiven Weltgeist und der subjektiven Sicht des Menschen auf die Welt. Und so kommt daraus eine Konstruktion zustande, die auch zu sehr schlimmen Folgen geführt hat. Das Subjekt wird nun zum Werkzeug des Weltgeistes. Der Weltgeist bricht sich objektiv Bahn gegen die Entwicklung des Weltgeistes, kann sich niemand stellen. Und der Weltgeist bedient sich nun einzelner Menschen, einzelner Subjekte, die seine Entwicklung vorantreiben. Und das sind große Genies, zum Beispiel eben auch ein Napoleon. Und dieser Weltgeist, der sich ja nun in bestimmten Regionen wiederfindet, zu bestimmten Zeiten, ist dann eben formulierbar als Zeitgeist, aber auch gleichzeitig als Volksgeist. So gibt es Epochen eben, in denen Frankreich dominiert und dann später eben zu Hegels Zeit Preußen. Besondere Menschen wie zum Beispiel Genies wie Napoleon treiben also als menschliche Subjekte den Weltgeist voran und werden dann aber abgelöst von anderen Subjekten, von anderen Weltreligionen und sehr oft erkennen sie das nicht. Das nennt Hegel die List der Vernunft. Ein geniales Subjekt glaubt sich subjektiv noch Vollzieher des Weltgeistwillens zu sein, aber der hat sich schon abgewendet von ihm und hat eine andere Person und ein anderes Volk ausgewählt und ihn verlassen. Und das ist dann eben auch die Tragik eines Napoleons bei Waterloo und seine Verbannung auf
mittelmeerische Inseln gewesen. Und diese Unterscheidung zwischen Weltgeist und dem Subjekt, das hat dann eben auch im 20. Jahrhundert zu ganz schlimmen Entwicklungen geführt, dass man dann eben im Kommunismus sozusagen vom objektiven Gang der Geschichte sprechen konnte und Dissidenten als Menschen beschrieben hat, die eben dem Weltgeist sich widersetzten. Und das haben dann auch viele Menschen, die gläubige Anhänger so einer Lehre waren, auf sich selbst bezogen und sich selbst als Verlierer dieses Weltgeistgedankens empfunden und sind darüber verzweifelt. Der zweite zentrale Begriff bei Hegel ist der Begriff der Aufhebung, der auch für uns Schwaben sehr schön verständlich ist. Aufheben meint, hat eben dreierlei Bedeutung. Zum einen höher heben, zum anderen beseitigen und zum dritten schwäbisch aufheben, bewahren. Aufheben, höher heben, ist klar. Beseitigen, wenn Sie sagen, ein Gesetz hebt etwas auf, dann ist das, ein Gesetz hebt einen vorhergehenden Zustand, gesetzlichen Zustand auf. Und dann aufheben, bewahren. Wir in Schwaben sagen, das hebe mir aber noch ein bisschen auf, das kann man noch verwenden. Auch das steckt eben in diesem Begriff drin. Und so meint Hegel, dass der Weltgeist, der sich in einzelnen Zeitgeisten entwickelt, in einem fortschreitenden Prozess, dass jede einzelne Epoche davon das Vorhergehende aufbewahrt, den vorhergehenden Zustand beseitigt und ihn höher hebt auf eine höhere Stufe der Vernunft. So kommt er im Abschluss seiner Geschichtsphilosophie auf die Formulierung, das Wahre ist das Ganze, ist Resultat. Im Resultat, im Ergebnis der Entwicklung sind alle Stufen der vorhergehenden Zeit enthalten, aufgehoben in diesem dreifachen Sinne. Soweit ganz einfach formuliert die Hegelsche Philosophie. Nun, und diese Gedanken, das sind nun eben Gedanken, die vor allem die Männer betreffen. Es ist eine Philosophie, die ganz ausgerichtet ist auf logischem Denken, auf Vernunft. Und das ist eben ein Denken, das die Männer betrifft. Die Frauen werden ja in jener Zeit als die Nicht-Intellektuellen abgehandelt. Und so ist auch in seinen Formulierungen ganz deutlich zu spüren, dass Hegel die Männer meint. Ich zitiere aus der Phänomenologie des Geistes von 1807. Der Einzelne muss auch dem Inhalte und die Bildungsstufen des allgemeinen Geistes durchlaufen, aber als vom Geiste schon abgelegte Gestalten, als Stufen eines Wegs, der ausgearbeitet und geebnet ist. So sehen wir in Ansehung der Kenntnis das, was in früheren Zeitaltern den reifen Geist der Männer beschäftigte. Zu Kenntnissen, Übungen und selbst Spielen des Knabenalters herabgesunken und werden in dem pädagogischen Fortschreiten die wie im Schattenrisse nachgezeichnete Geschichte der Bildung der Welt erkennen. Also dieser Fortschrittsprozess ist ein Prozess, der eben den Geist der Männer beschäftigte, die erwachsen werden von einem Kindheitsalter, Knabenalter bis zum Erwachsenenalter, bis zu ihm selbst, dem großen Philosophen in Berlin. Diese Sicht Hegels ist nun eine Sicht, die den Abendländer als Vertreter einer die Wahrheit der Welt absolut erkennenden Vernunft
Das ist eine Welt, die eben auch dazu geführt hat, dass wir Europäer dann im 19. und auch 20. Jahrhundert von einer Arroganz gegenüber anderen Kulturen beflügelt waren, die nicht auszuhalten ist und die eben jetzt Ende des 20. und Anfang des 21. Jahrhunderts ganz stark kritisiert wird von Seiten einer feministischen Philosophie, von Seiten der ehemaligen Kolonialvölker. Und das ist ein Selbstbewusstsein, das wir immer wieder in Diskussionen, auch heute noch, zu hören bekommen, spüren, wenn Menschen sagen, dass die anderen Kulturen, anderen Menschen eben noch nicht so fortgeschritten, noch nicht so aufgeklärt sind, noch nicht so zivilisiert sind, dass wir sie führen müssen, wir sie missionieren müssen in gewisser Hinsicht auf diesem Weg zu immer größerer Vernünftigkeit und Logik. Und ja, das hat halt auch ganz stark das Verhältnis der Männer zu uns Frauen geprägt, bis wir uns jetzt langsam einen Platz erkämpfen an Seiten der Männer und zeigen, dass auch wir intellektueller Gedanken fähig sind und vielleicht auch Gedanken, die wegführen von dieser Überheblichkeit, wie sie eben auch im 19. Jahrhundert formuliert wurde.